Hey ho Leute und willkommen zurück zu Pokémon Terra Edition. Das letzte Mal, dass wir das Spiel gespielt haben, ist so verdammt lang her, dass ich mich dazu entschieden habe, irgendwie mal hier zum Start zu kommen, dass wir das ganze Spiel von neu beginnen, weil erstens waren wir noch nicht so weit, zweitens war die mein ganzes Equip war nicht so gut und ich war im Videoschnitt noch nicht so gut. Und deswegen, wie wär's denn dann, wenn wir das schon weiterspielen, dass wir das ganze Spiel einfach von neu spielen? Ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht, deswegen mache ich es jetzt einfach. Klick. Freue dich auf eine sinnlose Erklärung über die Steuerung. Damit schwingt der Spieler, sprich du, seinen Allerwertesten über das Feld. Der Knopf, um alles und jeden zu belästigen, immer drücken. Widerspreche allen. Ja-Sager sind voll öde. Nur für Leute, die ein Menü brauchen. Soll nur gut aussehen und selbst das tut es nicht. Soll angeblich erste Hilfe bieten, die kommt aber bereits zu spät, wenn du das Spiel beginnst. Es sind 4 Monate vergangen, seitdem die Hoenn-Region von ihrer bisher größten Katastrophe heimgesucht wurde. Die Verantwortlichen sind seitdem nicht mehr auffindbar und der Friede ist zurückgekehrt. Glaubt man zumindest. Doch der Schein trügt, denn neben Team Aqua und Team Magma existiert eine dritte Organisation, die bisher nur im Hintergrund agierte. Ihr Name lautet Team Terra und sie werden für ein neues Desaster sorgen, wenn niemand sie aufhält. Zunächst hast du dich aber nur für einen Auftrag bei Professor Mammutbaum gemeldet, um deinen Auftragsfrust zu entkommen. Du sollst dich auf die Suche nach den Pokémon im Terra Forest machen. Du bist also der Trainer, der mir hilft? Allzu intelligent siehst du mir nicht aus. What? Ich will das nicht, verdammt! Warum besitze ich dieses Teil überhaupt? Ich sollte es besser mal verhökern. Zu dir. Man darf wohl nicht zu viel von einem Freiwilligen erwarten. Und du kommst zurück bis zum nächsten Flohmarkt. Darf man fragen, was du jetzt genau darstellen sollst? Ich bin ein Junge. Dein Name lautet wie? Nein, natürlich, dein Name lautet wie? Ich bin Eki. Den soll ich mir merken, Eki? Ja. Toll, allerdings war da noch einer. Ich weiß nicht, wie er heißt. Willst du ihm einen Namen geben? Joe! Okay. Das ist der Joe! Ja. Joe! Wirklich, was ein grausamer Name. Ja, was fragst du mich das? Ne, also So, genug Zeit verplempert. Während wir hier ein gemütliches Schwätzchen halten, wird Rayquaza wohl kaum einfach auftauchen. Los, auf zum Hafen! Doofe Ich-AG. Herzlich willkommen in Terranien. Bist du mit dem Boot angekommen? Wenn ja, dann würde ich das benutzen, um die Stadt schnell wieder zu verlassen. Glaub mir einfach, du willst nicht hier sein. Und vor allem willst du nicht unseren Professor kennenlernen. Okay. Ich glaube es nicht. Hast du es auch mal geschafft? Zunächst hätte ich schon befürchtet, du würdest von einem Tohaido gefressen oder von einem Wailord geplättet. So eine verdammte Scheiße. Sag mal, hast du unterwegs das Reden verlernt oder was? Professor Mammutbaum tritt Eki gegen das Schienbein. Ja! Na bitte, da hast du deine Sprache wieder. Du brauchst mir wegen mit der Hilfe nicht bedanken.
Das habe ich gern gemacht. Jetzt lass uns hier nur nicht die ganze Zeit verschwenden und schwinge dein Hintern in mein Labor und schlaf vor allem unterwegs nicht ein. Verstanden? Wird. Worauf habe ich mich nur eingelassen? Ich reibt sich über das schmerzende Schienbein. Au. Hat jemand Eis? Eis? Ich brauche Eis. Es tut so weh. Verstehe. Tue ich die Blaupause zwar nicht, aber sie schinden immer ein bisschen besonderen Eindruck und lassen mich schlau wirken. Daher lasse ich sie liegen. Von mir aus. Ich analysiere hier das Meer. Was ich dabei genau mache? Ich habe eigentlich gar keine Zeit mit dir zu plaudern. Na gut. Ich glaube, es war keine gute Idee, zu versuchen, im Sand zu schwimmen. Nee, nicht wirklich, Kollege, nicht wirklich. Da verdreckst du dir doch deine ganze Harnröhre. Ist doch eklig. Ah, pfui. Du musst Ichi sein, oder? Nein, nein. Was? Du siehst aber genauso aus. Der Professor bringt mich um, wenn ich nicht mit leeren Händen zurückkehre. Ach, weißt du, dann komm du doch mit. Was? Du siehst aber genauso... Was? Ich hab doch nicht das... Ah, okay, ich dachte schon, ich hätte das Spiel gebackt. Okay. Ich bin übrigens der Assistent. Mein Name ist Samer. Würde ich den Job und das Gehalt, ja, kann man auch schon sagen, das Geld nicht dringend benötigen, dann hätte ich schon längst gekündigt. Die Arbeitsbedingungen sind unter aller Sau. Lass uns zum Labor gehen, sonst wird der Professor wieder ungnädig. Und das ist nicht schön. Hier befindet sich das Professor vom Professor. Das Professor vom Labor. Du findest ihn, wenn du ganz nach hinten durchgehst. Willst du mich nicht zu ihm bringen? Ich würde sehr gerne, aber ich habe plötzlich furchtbare Bauchschmerzen. Sicher. Du bist also Ichi. Und du hast dich echt freiwillig für den Auftrag gemeldet? Anscheinend musst du einen masochistischen Alter besitzen. Anders lässt sich das wissenschaftlich nicht erklären. Oder du wusstest einfach nicht, auf wen du dich einlässt mit unserem Professor. Okay. Hallo. Störe mich bitte nicht. Ich schreibe gerade an einem höchst wissenschaftlichen Programm. Wo waren noch mal die Eingabe das, die... Der Professor liebt Bücher über alles. Er behandelt sie wirklich liebevoll. Ich würde mir wünschen, dass er uns Mitarbeiter genauso behandeln würde. Und nicht wie abgenutzte Fußabtreter. Tja, da hast du wohl Pech gehabt. Ich hab Pokepuppe gefunden. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe? Bis ich den Professor überreden konnte, im Labor wenigstens eine Pflanze aufzustellen. Eine halbe Ewigkeit! Ja gut. So eine Pflanze macht natürlich auch nur Arbeit, ne? Und die Zeit hat man halt nicht. Auf dem Gebiet der Pokémon-Forschung ist Professor Mammutbaum eine wahre Koryphäe. Im Bereich soziale Miteinander. Da ist sogar ein Raubtier im Gebiet der Kernphysik kompetenter. Okay. Hatten wir nicht ausgemacht, du sollst unterwegs nicht einschlafen? Naja, wenigstens bist du endlich mal hier. Kommen wir gleich zur Sache. Ich bin froh, dass ich endlich genügend mutigen Trainer gefunden habe, der sich des Auftrages annimmt, sich auf die Suche nach Rayquaza zu machen. Die meisten anderen Flachpfeifen haben schon nach kurzer Zeit wieder aufgegeben. Natürlich wirst du, wie versprochen, ein exklusives Pokémon auf Leihbasis erhalten. Leihbasis? Ja,
du hast schon richtig gehört. Ich kann doch keins schenken. Ich habe keine Ahnung, wie sich die anderen Professoren das überhaupt leisten können. Also sind sie nicht nur extrem unfreundlich, sondern auch noch geizig. Ist ihr Vorname zufällig Dagobert? Oder Eugene? Oder Gustav? Was? Du magst es, mich großen Professor geizig zu nennen? Hier, nimm das blöde Vieh und sieh zu, dass du deinen Auftrag erfüllst. Ich werde Carpador halten. Ist das ihr Ernst? Soll ich Rayquaza damit einen Lachkrampf bescheren oder wie? Herrgott, wie kann man sicher nur so anstellen? Dann nimm eben noch das mit. Du Gierschlund, aber vergiss nicht, sobald dein Auftrag erfüllt ist, will ich die Pokémon zurück. Ich habe ein Hundooster erhalten. Hieß es in der Beschreibung nicht exklusives und seltenes Pokémon? Bei uns bekommt man das an jeder Ecke nachgeworfen. Wen interessiert das? Im Terror Forest kommt es nicht vor. Daher passt die Beschreibung. Jetzt mach endlich, dass du von hier verschwindest. Ich hab zu tun. Ja gut. Wir haben also jetzt unsere zwei Pokémon bekommen. Ein Carpador und ein Hundooster. Oh Mann, das wird eine richtig tolle Reise.